Dennis, irgendwie hat man das Gefühl, die Saison hat 15 Minuten zu früh angefangen, oder? Ja, das stimmt. Wir haben überhaupt nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten eigentlich die ersten 10 Minuten Druck aufbauen. Das ist uns überhaupt nicht gelungen. Wir haben gar keinen Druck auf den Ball bekommen. Ja, wir haben diese Anfangsphase verschlafen. Wir haben keinen Zugriff auf das Spiel bekommen, haben zu passiv agiert. Und dann passiert sowas, dass man eben die langen Bälle bekommt, die dann für Gefahr sorgen. Hinten waren wir schlecht positioniert und wir haben die Anfangsphase komplett in den Sand gesetzt und sowas darf natürlich nicht passieren. Man hat schon gesehen, dass die Abfolgen dann ein bisschen besser waren, wir uns doch ein paar Tormöglichkeiten auch rausgespielt haben. Die haben wir nur leider dann auch nicht genutzt. Es war nicht so zwingend, dass man da klar in Führung geht oder den Ausgleich macht. Das ist sehr, sehr schade, aber es zeigt einfach, dass wir noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns haben. Wegen diesen ersten 15, 20, 25 Minuten muss man leider attestieren, hat Frankfurt dieses Spiel auch verdient gewonnen. Wenn man es Revue passieren lässt, war es dann aber auch unnötig, weil hätten wir uns am Anfang nicht so angestellt, glaube ich, wären wir ja nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Und wenn man aber so anfängt, darf man sich nicht wundern.